Hi, herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei diesem Spielchen. Wir befinden uns in Mirage, aber das müsstest du ja sowieso wissen, ne? Wir sind jetzt in einer Schatzkammer und da gehen wir jetzt auch mal rein in die Schatzkammer des Palastes. Bin mal gespannt, was mich da erwartet. Geschenke öffne ich jetzt gerade erstmal nicht. Auch wenn ich unheimlich gerne würde, aber ich lasse jetzt die Finger. You fools posture with your politics and battles, while the 40 thieves steal everything right out from under your snouts. Is that a joke about me not having a nose? If so, it's not a good one. And what are you bragging about stealing? All the treasure's still here. Ali Baboon already collected what he came for, including your precious little genie's lamp. He left me to get the rest after I defeat you. Also ein ganz normaler Endgegnerkampf, oder wie? Ja gut, dann kann das auch ruhig nochmal sein. Bosskartenspiel. Was haben wir denn da drin? Nein. Leider nicht. Leider keine Regeln jetzt parat. Die machen wir mal weg. Was war das nochmal? Ein Eistyp, ne? Und ja, dann würde ich sagen, auf in den Kampf. Hinein ins Vergnügen. Ich hoffe, das ist mal wieder ein ganz relaxter, normaler Kampf. Ohne großes Bohai. Keine Regeln, hoffe ich. Kein Schattengegner. Wobei mich das mit den Schattengegnern auch nicht mehr so, soll ich sagen, so schockt, ne? Aber damals im Mond, Halbmond, was? Mondfinsternis? Turm der Mondfinsternis? Oder wie hieß der nochmal? Wo da sich dauernd neue Gehilfen dabei gezaubert wurden mit der Schattenmagie. Das war schon echt fies. Damit bin ich echt damals nicht zurechtgekommen. So, ein paar Kommentare kann ich mal wieder vorlesen. Ich kann übrigens auch sagen, ich grüße wieder. Ich habe mein altes Grüßverbot aufgehoben. Wenn jemand gegrüßt werden möchte, dann mache ich das. Das heißt aber nicht, dass jeder gegrüßt wird, weil ich werde mir das nicht mehr so aufschreiben wie früher. Ich hatte damals echt ein Notizbuch. Da habe ich mir alles aufgeschrieben zu diesem Let's Play. Wer mal wo was gesagt hat, wo ich was finde und auch wen ich grüßen sollte. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gemacht habe, zu welchem Zeitpunkt. Es war auf jeden Fall Krokotopia, Malibone, so die Ecke ungefähr. Naja, da hatte ich das gemacht. Und okay, vorher fragen wäre nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Naja, das werde ich auf jeden Fall nicht mehr machen. Ich werde dann versuchen, daran zu denken, oder ich werde einfach spontan Kommentare vorlesen und grüßen, und dann war es das aber auch. Ne? Jack Blitzhammer hat sich zu mir teleportiert. So, bis jetzt sieht es noch alles relativ gut aus. Ich habe schon relativ viele Lebenspunkte jetzt abgezogen bekommen, was nicht so geil ist, aber... Okay. Vorher fragen hilft. Ja. Was ist denn Jack Blitzhammer eigentlich für einer? Jack Blitzy Boy ist Stufe 120. Alles klar, gut. So, das können wir jetzt einmal wegmachen. So, genau, ich wollte nach Kommentaren gucken.
So, wer jetzt immer noch zuguckt, ich muss mal gerade was Trauriges erzählen. Ich hatte heute ein trauriges Erlebnis auf der Arbeit. Ich kann es auch noch kurz anreißen. Eine Kollegin hat ein kleines Kind im Alter meines Sohnes, 3-4 Jahre alt. Das Kind hat vor 2 Monaten die Diagnose Leukämie bekommen und letztes Wochenende ist es gestorben. Das ist jetzt nicht mehr lustig. Und das hat mich sehr, sehr, sehr getroffen. Ich war total traurig heute. Und das ist so die schlimmste Vorstellung, die man haben kann, wenn man selber Kinder hat. Und als damals es rundging, ja, das Kind hat Leukämie und so, habe ich direkt alle meinen Kollegen bequatscht. Hier, registriert euch bei der DKMS, bei der Deutschen Knochenmarkspender-Datei. Und ja, ich möchte euch das auch sehr, sehr gerne ans Herz legen. Wenn ihr alt genug seid, ich glaube ab 18 geht das, registriert euch. Es ist wie, ja, ne? Es gibt zwei Dinge, die man machen kann. Entweder spendet man Blut, Plasma, also einfach Blut, da wird das Plasma raus gefiltert und so weiter. Etc. Ist alles ein bisschen, lest es euch selber durch, wird euch nur Blut abgenommen, ihr müsst ein paar Tage Medikamente nehmen, um die Leukozyten anzuregen, die Leukozytenproduktion. Das ist das eine. Oder es gibt noch Folgendes, da wird euch Knochenmark entnommen aus der Hüfte. Das tut weh, dafür müsst ihr auch ins Krankenhaus. Das wird unter Narkose gemacht. Ihr werdet freigestellt von der Arbeit, ihr kriegt eine Krankmeldung dafür und so weiter. Aber ihr rettet damit unter Umständen jemandem ein Leben. Das tut nicht weh, sich dafür zu registrieren. Das macht ein Piekser, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, ja, was die Leute durchmachen müssen. Die Kinder womöglich, die Leukämie haben. Ich möchte euch das allen sehr ans Herz legen, das zu machen. Vielen Dank. Fine. I leave the rest of the treasures. Maybe I can still catch up. Boss, Ali, wait for me. Does that mean Ali Baboon made off with Istar's lamp? Well, that's not good. Not good at all. Guess we need to tell the Sultana. So. Okay. Das ist leider ein ernstes Thema. Aber man darf einfach auch nicht die Augen verschließen vor solchen Sachen. Es geschehen Dinge auf der Welt. Den hätte ich gern. Auch in der nächsten Nachbarschaft, in der nächsten, im Kollegenkreis, in der Verwandtschaft. Und wenn wir irgendwo auf dieser Welt helfen können, Dinge zu verbessern, und es ist nicht unmöglich, und einen Knochenmark zu spenden, ist möglich für jeden. Wenn man gesund ist, dann sollte man das auch machen. Das ist einfach ein ernstes Thema und ja, es gucken ja einige Leute hier diese Videos an. Es sind nicht viele, aber die paar, vielleicht erreiche ich ja ein, zwei Leute, die sich das überlegen und sagen, ja, ich spende, ich lasse mich registrieren. Und zufällig ist dann auch eine dieser Personen irgendwann mal die helfende Person, die für irgendwen auf dieser Welt genau die richtigen Übereinstimmungen hat, um Knochenmark zu spenden und jemandem das Leben zu retten. Wir müssen einfach lernen, mal viel mehr Gutes zu tun, Leute. Ja? Viel mehr Gutes. Ihr kriegt das mit den Nachrichten alles mit den Flüchtlingen, die da ja, nicht mehr gerettet werden dürfen. Das ist ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Man lässt die Leute absaufen. Kinder, kleine Babys sind auch dabei. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil es so weit weg ist. So weit ist gar nicht, ne? Es ist Mittelmeer. Die sterben da, saufen ab. Über 300 Leute schon im Juni ertrunken. Ne? Was man jetzt von Flüchtlingen halten will und dem ganzen Scheiß, der damit zusammenhängt, mit dieser Stimmungsmache. Meine Güte, Leute, es geht da um Menschenleben. Ja? Das andere ist eine politische Sache, wie damit verfahren wird. Ne? Ich bin völlig offen. Mir tut kein Flüchtling was.
die leben hier in der Nachbarschaft. Ich habe die auch als Patienten schon mal gehabt. Ich habe mit denen getanzt. Mein Kleiner hat mit denen getanzt auf so einem Fest. Und mein Gott, ich weiß nicht, was heutzutage los ist. Ja, wir müssen einfach alle mal wieder nett sein auf dieser Welt. Nett und uns um unsere Mitmenschen kümmern. Weil so geht es nicht weiter. So geht's nicht weiter. Wait a minute. Ali Baboon stole Istar's lamp? That no good gangster. I wondered why he was still lingering about in Agrabah. Oh no. Ali Baboon will surely return to his secret headquarters in the desert. The notorious thieves' den. No one even knows where it is. Wizard, Ozzy, you must go after him before he gets away. Hurry to the roost and stop Ali Baboon from escaping the city. Your wish is my command, Sultan. I'm no genie, but as you now know, I was once a king, and so I hope that improves your perception. Ozzy, just go! Please, if something happened to Istar, I could never forgive myself. Ja, ja, die redet ja sehr enthusiastisch, ne? Alles klar. Auf geht's zum Schlag in Agrabah. Ali Baboon besiegen, um die süße kleine Istar zu retten. Hier? Müssen wir hier rein? Nee. Da war dieser Straßenkampf, ne? Wo die ganzen Leute alle zusammengekommen sind. Huh! Okay, das ist kein Dungeon. Ach, Ali Baboon war dieser blöde Affe, ne? Aber da wird ja kein Kampf stattfinden. Hier auf dem Balkon. Look at this, a repeat guest. Ali Baboon is happy to see you again, but I'm afraid he has a carpet to catch. So goodbye, Wizard. Ich krieg dich noch, Junge. Benutze fliegender Teppich, Kjol. Well, there is another carpet. I suppose we go after him. Wow, with me levitating and all, it will carry me, won't it? Guess we'll find out. Wir fliegen jetzt mit dem fliegenden Teppich. Haha, you are bold to give chase, Wizard. Das ist ja lustig. But we are riding into the Dune Sea. You will get lost and expire in the sands. Haha! You will never catch Ali Baboon! Eat my sand, Wizard! Eat my sand! Wäre cool, wenn ich das selber steuern könnte, aber ich kann es nicht steuern. Kevin fliegt von alleine. Ist ja auch ein Zauberer, ne? There! I think I see him! That way! No, no, never mind. It was just a speck of sand in my eye. Kevin, Kevin. There! There! I see a magic carpet! That must be where he went! Land there! How do you control these things anyways? Guck mal, hat ihn da brav festgemacht. Der Gangster. Wo sind wir denn jetzt überhaupt gelandet? That was quite a ride, wasn't it? Think we have time to do it again? Ah, guck mal. Oh, yeah, I guess we're jetzt in a hurry, weiß ich, wo wir sind. His magic carpet clearly stopped here. But where do you think Ali Baboon got off to? Let's ask those Drummels if they saw him. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Da, wo ich mich letztens gefragt habe, wo, wie ich denn da hinkomme. So, ich habe die Kaktusblüte gefunden und habe jetzt alle gefunden. So, ich kann es euch nochmal zeigen, wenn ihr selber nicht wisst. Wir sind in der Katzbaumschlucht. Hier war so ein komisches Ding, wo ich nicht durchkam. Ne, hier war Melangi, den ich besiegt hatte. Stimmt, hatte ich ganz vergessen, dass es hier ja noch ein Gebiet gab, wo ich nicht hin konnte. Was haben wir denn da? Greetings, travelers. Travelers. What brings you so deep into the canyons? Oh, you're chasing Ali Baboon? I think you may be out of luck. Ali Baboon and his 40 thieves have their headquarters here. The Thieves' Den. It is a dangerous place. It's also very secret. You could spend years searching and never find the entrance. Believe it or not, however, I can help you. If you are willing to help me. What the? I mean, doesn't anyone ever just do anything just to be nice?
Right. Guess they didn't back in my day either. Behold, you're looking at Devin the Drifter's fabulous dance squad. Well, the ladies, we are performing for Ali Baboon shortly, but we have a problem. To earn extra gold, I sell Persian rugs on the side, but these prickly bears snagged them from our wagon. Get my rugs back, and I will help you. Tch, das ist ja ein Ding. Muss ich hier so eine Quest machen? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Plappernder Mainz, ein Endgegner? Oh, muss ich auch noch aufpassen. Elite, schreckliche Kratzbären. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, liebe Freunde. Macht's gut, ciao.